Wir sind vom Campus TV hier heute in Bremen beim Tower und wir schauen uns heute mal an, wie Mamori hier performt. Und ich würde mal sagen, los geht's! Jo, moin! Ja, moin, wir sind von Campus TV Bremen. Wir sind vom Campus TV von der Uni Bremen und wollten mal ein paar Leute befragen, was sie denn zum Konzert heute sagen. Und zuerst mal die Frage, wie bist du auf Mamori gekommen? Ich habe das Ticket spontan angeboten bekommen, aber ich konnte auf der Breminale schon nicht zu Mamore und habe gehört, dass es halt mega großartig gewesen sein soll und deswegen bin ich heute dabei. Bei der Breminale, also ich habe den Ton bei der Bühne bei der Breminale gemacht, wo die gespielt haben. Genau, und da habe ich Sound für die gemacht, haben es gut verstanden, im Backstage noch geschnackt und dann haben wir noch danach geschrieben und dann haben wir uns drauf gefreut, uns in Bremen wiederzusehen. Das klingt ja schon mal super und das heißt, du kennst ja auch schon ein bisschen, aber was erwartest du dann so von der Show heute? Viel gute Laune. Ja, ich weiß jetzt ja, dass es Spaß macht. Also gerade am Mischpult, eine Band, bei der man selbst irgendwie beim Mischen noch mit am Tanzen ist und Spaß hat, ist immer geil. Und ganz nette Menschen. Ich hoffe, da haben wir ja schon mal ein bisschen geholfen. Und bei denen wusste ich, okay, wenn ich mal nicht irgendwie dann so die Regler in der Hand haben muss, dann die Hände frei habe und auch selbst einfach in der Menge sein kann, wird auch geil. Und hörst du sonst auch so die Musik in dem Bereich, so neue deutsche Welle, neue deutsche Welle oder eher so was anderes vielleicht noch? Ich würde sagen, ich bin relativ viel unterwegs musikalisch, aber die neue deutsche Welle holt mich schon ganz doll ab. Nicht irgendwie vorrangig, aber schon auch. Also tatsächlich ist es mehr Punk, aber die gehen ja auch eher in eine Richtung von bisschen aufs Maul, neue deutsche Welle irgendwie. Bisschen mehr rauerer Falco-Style, das finde ich schon ganz geil. Alles klar, vielen Dank dir. Ey, voll gerne. Und ich wünsche dir viel Spaß. Gerne. Danke. Moin, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zurück in Bremen. Ja. Ich bin Malte. Könnt ihr auch mal kurz vorstellen? Ich bin Paul, ich spiele Bass bei Mamore. Jetzt auch schon die ersten Songs habe ich mit Erik, die haben wir zu zweit geschrieben. Da habe ich die Instrumentale zu Hause gemacht, dann habe ich Erik das geschickt. Ja, drauf gesungen. Ja, genau, so, das ist so meine Rolle in der Band. Ja, ich bin Erik, der Sänger von Mamore, der das nochmal anders ausspricht. Ich bin jetzt der Sänger des Fünf-Mann-Band-Projekts, weil wir uns dachten, mit mehr Freunden macht es mehr Spaß. Jetzt wird's ernst. Was ist eure Mission auf diesem Planeten mit dieser Band? Also mit der Band auf jeden Fall Spaß haben. Ansonsten, ich habe auch gar nicht so eine richtig große Mission oder sowas. Das habe ich mich schon öfter mal gefragt. Ist ja schon durchaus sinnstiftend, so wenn man so eine Aufgabe hat, was Tieferes. Aber irgendwie, ich versuche einfach klarzukommen und das Leben halbwegs hinzukriegen. Ich weiß halt nicht, wie das geht so richtig. Aber man kommt so über die Runden halt. Mir hat neulich ein Freund ein ganz liebes Kompliment gegeben. Und zwar hat er gesagt, wir sind auf der Bühne alle die aufgedrehteste, aber ehrlichste Version von uns selbst. Und vielleicht kann man das so als Mission sehen, dass man so ein bisschen Ehrlichkeit und nicht Schamgefühl aus den Leuten herauskitzelt. Und wie würdet ihr euch in einem Satz beschreiben? Schon fünf Jungs aus Waiblingen. Eine Dorfkirmes-Truppe ohne Stiernacken-Rummelboxer. Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Neue deutsche Welle oder neue deutsche Welle? Auf jeden Fall neue deutsche Welle bei mir. Safe. Gehe ich mit neue deutsche Welle, ja. Alles klar. Und ihr habt das ja bei euch im Spotify-Profil auch als NNDW, also als neue deutsche Welle beschrieben. Was ist das eigentlich für euch? Puh, das ist eine gute Frage. Eigentlich hat alles damit angefangen, dass wir so, naja, generell ist es in den Charts, hat sich gewandelt, ist mehr deutschsprachige Musik wieder reingekommen in den deutschen Charts. Und genau, dann hatte das auch alles wieder so einen leicht punkigen Vibe. Deswegen hat es halt diese Ähnlichkeit zur neuen deutschen Welle gehabt. Aber an sich, genau, das sind das, glaube ich, die einzigen Parallelen so richtig. Denn sonst die neue deutsche Welle war insgesamt ein bisschen punkiger und die hatte auch beklopptere Texte da irgendwie. Also vielleicht auch darauf bezogen, dass sich jetzt wieder so Popmusik mehr in die Subkulturen reintraut. Damals war es ja auch im Englischsprachigen die New Wave gewesen, mit Leuten, die irgendwie poppigere Musik gemacht haben, die aber trotzdem sehr, sehr nischig, sehr Untergrund war und vielleicht auch darauf aufs Deutsche bezogen, dass man jetzt halt wieder in irgendwie besetzten Wohnräumen sitzen kann und trotzdem Schlager singen kann und halt nicht irgendwie über Bier und Fußball irgendwie singen muss, auch ganz angenehm. Und warum sollte man heute Abend eigentlich hier sein? Weil man sonst was verpasst. Also ob man nun am Dienstag irgendwie an sich rumspielt oder auf ein Konzert geht, ist wohl die ganz klare Antwort, dass man lieber sich ein Live-Konzert geben sollte. Und man, ja, vielleicht findet man neue Freunde oder so, mal gucken. Kann auch davor und danach an sich rumspielen, das ist auch easy. Und es ist nie verkehrt, mal rauszugehen, ey. Ja, das. Was mögt ihr lieber, Konzert oder Festival? Festival. Ich mag, bei Konzerten habe ich oft das Problem, dass man sich so eine, also man kauft sich ja das Ticket und ist so geil, jetzt sehe ich endlich die Band, auf die ich Bock habe, aber man muss dann halt so eine Stunde einfach durchhalten.
Ich gehe mit Konzert. Mir fällt es umso schwerer, mal keine Band zu sehen und einfach nur auf dem Gelände zu verweilen. Da wird mir sehr schnell langweilig. Wenn wir dann schon bei Festivals sind, was ist das beste Festival und warum ist es die Breminale? Breminale war cool, auf jeden Fall. Mein Lieblingsfestival ist, glaube ich, Tarmac. Das ist in Sachsen-Anhalt bei Sangerhausen, keine Ahnung. Es ist auch nicht wichtig. Das Tarmac-Festival, weiß nicht, da sind einfach die meisten Freunde, Freundinnen so in der Gegend. Das macht einfach so viel Spaß. Bei mir ist, glaube ich, unabhängig von der Breminale natürlich, obwohl das für mich eher noch so einen kleinen Stadtfestcharakter hat. Ich hoffe, ich mache damit keine Feinde. Das Return to Strength Festival in Querfurt. Das ist sehr viel Hardcore, sehr viel, man gibt sich vielleicht mal eins vor den Kopf Musik und hat auch noch Fußball dazu. Es gibt eine Querfurter Fußballmannschaft, kommen ganz viele Festivalgänger dahin, hauen noch sehr viele Bengalos, Pyrotechnik raus und haben eine gute Zeit. Gut zu wissen, jetzt wird's wieder bierernst. Für immer Gabel oder für immer Löffel? Ich gehe mit dem Löffel, ich esse eh schon alles mit dem Löffel. Den kann man auch, ich bräuchte auch kein Messer, man kann auch mit dem Löffel da richtig reinarbeiten, das finde ich geil. Für immer Gabel, hä? Weil du kannst alles drehen. Du kannst im Notfall so zergabelkleinern, um dir das Messer zu ersparen und jede Soßenflüssigkeit kann man einfach schlürfen. Weiß nicht, Digga. Da bleiben wir jetzt, gehen wir direkt wieder in die Musik rein. Marmoré oder die Bremer Stadtmusikanten? Ruhe. Zum Anhören oder zum, für was? Wer sind die besseren Musikanten? Also in Anbetracht der Tatsache, dass das eine halt Tiere sind, würde ich schon, müssen die halt die Props bekommen, das ist halt schon irgendwie krasser. Wir als Band sind natürlich auch 5 steinharte Dogs. Wir haben halt noch nie die Erfahrung gemacht, wirklich uns mal gegenüber Räubern beweisen zu müssen. Deswegen haben die da schon irgendwie ein bisschen dickeren Ballsack bewiesen. Deswegen weiß ich nicht. Aktuell noch Stadtmusikanten, aber wenn mal die Situation kommt, dass wir uns irgendwie gegenüber Räubern stellen müssen, dann können wir die vielleicht einholen. Wir können vielleicht erst mal anfangen, uns aufeinander zu stapeln oder so, ob wir das überhaupt hinkriegen oder so und dann mal gucken. Neben der Musik, gibt's da noch andere Talente? Könnt ihr noch irgendwas? Ich kenne ganz viele Kennzeichen auswendig, fast alle. Nur, also so halt, interessiert mich. Ich kann sehr gut Magic the Gathering spielen und habe sowas wie einen dritten Brustwarzenvorhof. Kann ich zwar nicht gut, aber das ist mir quasi gegeben. Ja, auf jeden Fall. Sehen wir das vielleicht auch im Verlauf des Abends noch? Ich kann das mal demonstrieren und zeigen, ja. Jetzt wird's wieder wichtig. Ne? Wer von euch trifft beim Bierpong besser? Also Erik ist halt, wow, aber Erik ist auf jeden Fall so der sportliche Typ, der kann immer so Sportsachen erstaunlich gut, der kann auch krass klettern und so. Ich hätte jetzt gesagt, dass du das besser kannst. Ah, ich bin halt auf dem linken Auge halt blind tatsächlich, deswegen habe ich dann wahrscheinlich einen ganz schönen Drall im Wurf. Ich habe auch noch nie groß Bierpong gespielt, wir waren immer eher so Fan von so Flunkyball, deswegen bin ich eher Team Paul aktuell. Krass, so, Digga, krass. Wer ist denn besser am Flunkyball? Boah, ich war da echt mal gut drin. Ich auch. Aber ein Bier schnell trinken, das kann ich. Und auch mit Kraft werfen. Ich bin da eher der Ausdauerläufer. Schnell trinken gar nicht so gut, aber ich kann viele, viele Biere trinken. Ah, das ist stark. Ja, bleiben wir direkt beim Sport. Wer ist denn schneller von euch beiden? Erik, safe, Erik. Wir haben da auch Beweise. Der rennt einfach. Wir sind neulich mal gerannt für einen Musikvideoclip. Er ist so viel, viel schneller gerannt als ich. Wer von euch ist denn so das bessere Schwiegersohn-Material? Wir sind beide sehr süß, finde ja, ich. Ja, voll. Doch. Kann sich eigentlich jede Schwiegermutti freuen. Doch, ich finde auch. Also aus Erfahrung, auch aus meiner persönlichen Schwiegermutter-Lage, die hat mich schon sehr gern, würde ich behaupten. Ich habe mir immer auch schon so einen Wangenkuss verdient und alles. Ich bin schon ein guter Schwiegersohn. Ja, okay. Ich gebe den an Erik ab. Ich bin meistens ein bisschen zu unordentlich für die Schwiegermuttis. Na, dann gebe ich aber meine Stimme Paul. Also, das ist wirklich wahnsinnig herzerwärmend. jetzt wird's regional. Thüringen oder Bremen? Thüringen. Die Bremer Leute sind ganz lieb, aber manchmal sind die ein bisschen zu nein, ich will nicht nusselig sagen. Also die kommen so schlecht manchmal aus dem Knick. Ich finde so in Thüringen, da weiß man, wo man bei den Leuten ist. Das ist manchmal ganz schön schwer auszuhalten. Aber die sind sehr direkt und sehr, sehr vorne raus. In Bremen ist mir aufgefallen, die Leute brauchen immer ein bisschen so. Die sind zwar sehr offen und sehr lieb, aber manchmal sind die irgendwie ein bisschen so, hängen so zwischen Zeit und Raum fest. Das war leider die falsche Antwort, aber das ist jetzt einfach so, würde ich mal sagen.
Wollt ihr mal erzählen, so wie die ganze Band überhaupt entstanden ist? Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, war ja. Habe ich den Start machen? Willst Paul? Du den Start machen? Kannst du auch mal hier annehmen. Okay, ich mache jetzt hier den Start. Angefangen hat das. Der Paul macht sehr schöne Instrumente und sehr schöne Musik. Und irgendwann hat der Paul so ein Anime-Instrumental gehabt. Und dann haben wir eigentlich was anderes noch aufgenommen. Da dachte ich mir, da möchte ich aber gerne drauf singen. Und zu der Zeit habe ich sehr gerne deutschen Schlager gehört. Und da habe ich so ein bisschen Kitsch drauf geschrieben. Zwischendurch auch einmal bekotzt, weil ein bisschen Alkohol im Spiel war. Aber dann ist meine Liebe nicht draußen standen. Das war so ein bisschen so der Startpunkt. Und wir haben dann auch anfänglich sehr viel zu zweit ein bisschen gespielt mit Instrumentals im Hintergrund. Dachten aber, irgendwann ist es geiler, wenn wir noch ein paar mehr Leute dazu holen. Zu diesen Leuten erzählt euch der Paul jetzt was Schönes. Genau, und zwar, also wir hatten dann die Band so gegründet. Wir hatten 3 Auftritte. Es war aber noch halt komplett während Corona, deswegen... Das war jetzt auch ohne Publikum, das waren 2 Radioauftritte, ein so ein Streaming-Ding, ach, keine Ahnung. Und deswegen, also es war dann auch nicht so wild. Corona hatte aber den kleinen Vorteil, wir hatten übelst lange Zeit, uns eine Liveband zusammenzusuchen. Und das hat sich eigentlich ganz easy dargestellt. Also, und wir beide waren ja schon fest. Dann habe ich einfach meinen besten Freund gefragt, ob er Gitarre spielen mag. Dann habe ich einen anderen meiner besten Freunde gefragt, ob er nicht Keyboard spielen mag. Und dann habe ich Jona, der hatte zu der Zeit eigentlich was mit meiner Ex-Freundin, unser Schlagzeuger. Da hatte ich den so ein bisschen kennengelernt drüber, was jetzt nicht. Aber dann habe ich mal seine andere Band gehört und war so, scheiße, er spielt echt gut Schlagzeug. War ja halt echt der beste Schlagzeuger, den ich kannte. Und war so, und wir kannten uns echt sonst kaum bis dahin und den gefragt. Und dann hat sich das so ergeben, quasi. Mir fällt noch eine sehr interessante Bandlore ein. Häufig wird ja die Frage gestellt, ob es jetzt Marmoré oder Marmore ist oder wie es jetzt nun ist. Ich bin dabei, immer mich ganz okay zu reflektieren manchmal. Ich habe einfach in sehr vielen grammatikalischen Punkten sehr reingekackt. Und zwar ist es eigentlich Marmore wegen dem Marmor. So, der Marmor wird aber mit R geschrieben. Das ist Fehler Nummer 1, dass wir das R weggelassen haben. Ja, und es ist ja auch die Mischung mit Marmor und Amore. Ja, genau. Genau. Deswegen ist es mit dran. Und dieses schöne Strichchen über dem E, das heißt... Accent. Genau. Ist ja nicht wichtig, aber ich dachte, das sieht halt cooler aus, wenn wir mit Accent machen. Und wir haben aber bis dahin den Namen nicht einmal ausgesprochen. Wir hatten halt so den, ich wollte den Namen mit Amore, dann war Erik so Marmore und so chillig. Ja. Und dann haben wir es das erste Mal so eingetippt, als wir den Song hochgeladen haben. Und dann war so, ja, mit dem Accent sieht schon deutlich cooler aus. Voll. Das ist quasi der Freifahrtschein an euch, zu sagen, was ihr möchtet. Genau, und sonst in der so Zukunftsaussicht technisch bleiben wir weiterhin einfach 5 Geilmänner und machen gute Musik, hoffentlich. Und freuen uns über jede Person, die rumkommt, ne, für die Erfahrung. Dann nochmal so, ihr seid ja jetzt ja schon ein bisschen auf Tour, ne? Und wie läuft das so bisher? Was war das Highlight? Was hat Bock gemacht? Also, mein Highlight war eigentlich, dass der Erik in Menschenscheiße getreten ist. Yo. Das war bis jetzt mein Highlight. Das war nach Dresden, sind wir rangefahren. Das war auch so lustig. Der Erik musste einmal pullern. Ich bin gefahren. Also, jo, kannst du mal rausfahren? Safe, fahren raus. Erik stellt sich zum Pissen hin, hat aber eine schüchterne Blase und ich stelle mich halt genau daneben, weil ich nicht nachgedacht habe. Erik so, oh Digga, jetzt muss ich hier nochmal weggehen, läuft ins Gebüsch rein und tritt da einfach in Menschenscheiße. Das war irgendwie bis jetzt das Lustigste, ansonsten war das Publikum in Berlin übelst krass. Ja. Bis jetzt war jedes Publikum übelst krass eigentlich. Bin richtig überrascht, wie gut bis jetzt alles läuft. So, das ist mega. Ja, aber das war schon so humortechnisch, glaube ich, mein Highlight. In Scheiße treten ist halt lustig irgendwie. Mega. Der schönste Moment unabhängig von den Scheiße treten war trotzdem auch Berlin auf jeden Fall. Einfach nur, weil es ist immer mal witzig, in die Hauptstadt zu kommen und da doch irgendwie auf sehr textsichere Menschen zu treffen. Das war geil. Verrückt. Und generell ist sehr schön, das ist ja die Marmore and Friends Tour. Und es ist richtig schön, wie viele Leute, also einmal wie viele Friends rumkommen und wie viele Leute aber auch Friends werden. Weil, keine Ahnung, also aus unserer Perspektive sind wir halt 5 Vollidioten, die irgendwie ein bisschen einfach rumfahren. Und dass dann aber Leute wirklich auf eine Platte mal eine Unterschrift haben möchten oder ein Foto oder so ein Scheiß. Das ist irgendwie ganz schön... Verrückt einfach, das ist crazy. Ja, das glaube ich gern. Wir würden gerne später auch noch ein Foto haben. Das machen wir sehr gerne. Und das war's eigentlich auch schon. Cool. Ich sage euch ganz vielen Dank, dass ihr das mit uns gemacht habt. Mhm. Und ich hoffe mal, wir haben einen guten Abend. Wir sind natürlich auch da. Geil. Das wird super. Und dann wünsche ich euch eine gute Show. Danke. Ja, danke. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber schön!
Wie steht jetzt hier nach dem Konzert mit? Viktor. Mit Jona. In erster Linie erstmal, wie hat's dir gefallen? Ja, es war wunderbar. Ey, war ultra nice. Also ich bin sehr begeistert. Ich muss sagen, ich war wegen Julio Love Train hier. Ich muss ehrlich sein, ich war wegen der Vorband primär hier. Ne? Hier meine Begleitung. Die haben mich da auf den Trichter gebracht vor 2 Tagen und ich bin jetzt schon ein großer Fan. Weil mein Mitbewohner da drin war. Aber ich war ultra begeistert von der Band. Ja, also ich check mal auf jeden Fall rein und ja. Und ich wurde aber auch sehr stark überzeugt vom Haupteck. Also habe ich erst reingehört, aber ist auf jeden Fall super stark gewesen. Ein bisschen anders als ich dachte, aber es hat auf jeden Fall voll abgerockt. Finde ich super. Und wirst du die vielleicht auch nochmal weiter verfolgen jetzt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine Frage der Zeit war so der Song, auf den ich gewartet habe. War jetzt ein bisschen punkiger gespielt natürlich, ne? Aber hat natürlich auch seine Aspekte gehabt, sage ich mal. Also ja, top auf jeden Fall. War das dann auch so dein Lieblingsmoment oder gab es noch was anderes? Oh, schwierig. Ich glaube, ich hatte davor einmal reingehört und wusste, die machen so 80s, 90s Mix irgendwie und war dann aber sehr begeistert, dass es so in so eine punkige Richtung ging. Genau, also das hat mich sehr abgeholt. Nee, das war, glaube ich, also als der Song anfing, da habe ich einfach Gänsehaut bekommen. Da wusste ich, das ist der Song des Abends auf jeden Fall für mich gewesen. Alles klar, dann vielen Dank. Kein Problem. Und schönen Abend noch. Danke, euch auch. Ja, den wünsche ich auch. Danke. Ja, das war's. Es ist kalt draußen. Ich bin sehr verschwitzt, aber es war eine Mördershow. Ich werde morgen noch erkälteter aufwachen, als ich es heute schon war. Aber ich würde sagen, ich spreche für uns alle, die dabei waren, dass es mordsmäßig Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend oder einen schönen Tag. Und tschüss!